Servus Leute, hier ist wieder Poke und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum erneuten Part hier auf meinem Kanal. Und zwar kommen wir zurück zu Let's Play Attack on Titan 2 Final Battle. Mittlerweile sind wir bei Part 17. Wie ihr rechts oben sehen könnt, haben wir ganz schön viele Freiheit der Flügel gesammelt. Und zwar 98 haben wir jetzt und ich habe tatsächlich auch schon einen oder anderen ausgegeben. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich alle Missionen hier mal abgeschlossen. Die sind auch alle auf S-Rang, bis bei der auf die letzten beiden. Die habe ich noch nicht geschafft und die unterste, die dachte ich mir, okay, weil es so langsam echt doch ziemlich schwer wird mit dem Equipment, das ich habe, mache ich jetzt einfach mal Pause. Ihr seht doch schon, von der Karte ist relativ viel freigeschalten. Ich habe durch die ganzen Freiheit der Flügel auch hier schon tatsächlich das ein oder andere forschen und entwickeln können. Und zwar habe ich all die Bases auf Stufe 2 gemacht. Dafür hat man immer 30 gebraucht von diesen Freiheit der Flügel. Ich habe jetzt auch hier bei der Maßnahme das jeweils schon gemacht. Davon habe ich bisher aber noch nicht so viel gespürt. Deshalb dachte ich einfach, lasse ich das mal. Und genau, hier kann man quasi die einzelnen Kämpfe immer wieder Revue passieren lassen. Ah, beziehungsweise nee, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das muss ich mir nochmal genau anschauen, dass ich auch hier jeweils immer einen S-Rang hole. Gut zu wissen. So, und zwar würde ich sagen, wir fangen jetzt wieder an mit Part 17. Und zwar gehen wir jetzt hier mal ins Regimentslager. So, wir müssen hier mit dem Dude sprechen. Und hier ist noch ein Dude. Okay, jetzt quatschen wir erstmal mit dem hier. So, ein Geschenk. Was? Wir haben viele schöne Sachen. Was? Geschenkladen? Im Geschenkladen gibt es alle möglichen Geschenke. Du kannst Geschenke übergeben, indem du mit dem gewünschten Empfänger redest und Viereck drückst. Je nachdem, was du aussuchst, erhältst du verschiedene Reaktionen, von denen einige vorteilhafter sind als andere. Auch in anderen Städten, nicht nur der Kaserne, gibt es Geschenkläden, von denen jeder ein anderes Angebot hat. Schau immer im Geschenkladen vorbei, wenn du dich in einer neuen Stadt aufhältst. Artikel im Geschenkladen sind eine Weile nicht erhältlich, nachdem du sie gekauft hast, aber wenn du ein paar Missionen spielst, kann es gut sein, dass der Gegenstand nachgeliefert wird. Ah, ich sehe schon, dann kann man hier wahrscheinlich... Oh, billiger Alkohol, okay. Hier zum Beispiel wahrscheinlich so Brot kaufen für Sascha, nehme ich jetzt mal an. Ich kaufe jetzt einmal von allem eins, weil ihr seht ja, Cash habe ich genug. Ich habe da jetzt auch schon gut was ausgegeben, daher nehme ich einmal von allem eins. Kann ich irgendwelche neuen Klingen kaufen oder so? Wie ihr auch hier sehen könnt, ich habe immer noch... Ich habe immer noch den Tiger Zero. Ich habe den inzwischen auch ein bisschen verstärken können. Ihr seht hier plus 24, der hat jetzt mittlerweile 288 Schärfe. Hier plus 13 habe ich ein bisschen was gemacht. Hier nur plus 1, da habe ich jetzt nicht so viel. Aber ja, da habe ich auch das ein oder andere machen können. Aufrüsten geht leider immer noch nicht. Da fehlt mir noch das Diamantstahl, das ich halt bisher noch gar nicht bekommen habe. Dann würden die nämlich ganz schön heftig, wenn die klingen. Aber ich denke, das kommt alles im Laufe des Progresses vom Game. Jetzt sprechen wir noch mit dem Dude. Suchst du ein Pferd? Lass dir ruhig Zeit. Wow, ich kann... Okay. Bei der Schlachthausversorgungsstation kannst du dir im Austausch gegen Regimentsgelder Pferde besorgen. Okay, Kastanienbraun... Oh. Also, das tut mir auf jeden Fall, weil das... Tatsächlich war ich jetzt öfters mit dem Pferd unterwegs in den einzelnen Missionen und habe dadurch wirklich gemerkt, dass mein Pferd jetzt nicht die größte Ausdauer hat. Daher ist das echt cool, das hier zu sehen. Und jetzt will ich mal gucken, ob das wirklich für Sascha was bringt, wenn ich ihr so ein Brot gebe. Geschenk geben, ja. Stimmt etwas nicht? Altes Brot. Noch mehr. Kann ich hier noch irgendwas geben? Allerlei Feldrationen. Immer noch Hunger. What the fuck? Okay, ein Alkohol kriegst du nicht. Was sagt er? Wenn das nicht, könnten wir das schieben. Okay, weil ich habe hier nämlich den einen oder anderen, mit dem ich leider jetzt nicht mehr vorankomme. Mikasa, vielleicht kann die irgendwie so einen Tee vertragen oder so, gucken wir mal. Also die wollen halt einfach nicht mehr mit mir so irgendwie. Und tut mir leid, ich bin gar nicht, um mich zu unterhalten. So. Okay, bringt das was, wenn ich Mikasa was schenke? Schwarzer Tee oder so? Für mich, danke. Hm, leider nicht, oder? Wobei? Naja, okay, schade. Dann gucken wir aber gerade mal kurz, ob wir den anderen quatschen können, weil ich habe rausgefunden tatsächlich, wenn ich mit den einzelnen Leuten quatsch, dann haben wir ja ab und zu mal gesehen, dass da irgendwie Fertigkeit, Fähigkeit oder sonst irgendwas nach oben gegangen ist. Und zwar habe ich herausgefunden, dass ich das quasi... Oder was hat sie genau gesagt? Okay. Und zwar habe ich herausgefunden, dass man hier quasi bei Spieler, bei Fertigkeiten, seht ihr, das ist die ganzen Fertigkeiten sind, die man benutzen kann. Ich habe hier oben rechts 102 freie Punkte, das heißt, ich gebe auf jeden Fall das hier noch, erhöht die Anzahl der Gegenstände, die im Kampf mitgenommen werden können. Verkürzt die Ablenkzeit für Kameradenaktionen leicht, sehr geil. Ich habe jetzt hier 92 von 102. Ihr seht, ich habe alles ausgerüstet, was man haben kann. Ich wusste ja nicht, dass es für mich da ist. Ihr seht, da meine Flinkheit ist um 16 hoch, meine Geschicklichkeit um 14, also es lohnt sich auf jeden Fall. Das habe ich auch gemacht und eben, das habe ich auch ein bisschen, mittlerweile Stufe 55 schon, tatsächlich. Ja, also ich habe mit dem einen oder anderen wirklich quatschen können und hier ein bisschen mehr machen können und... Also ich habe einiges offscreen gemacht, sage ich einfach mal.
So, okay, was kann ich jetzt hier mit Jean noch machen? Das kam tatsächlich vorher noch nicht. Das kam jetzt erst im Nachgang, nachdem ich hier dieses Pferd und sowas kaufen konnte. Gucken wir mal. Wo ist das? So, da noch Sascha und Conny. Und zwar gab es in den vorherigen, also wo ich auf Screen Wissen gespielt habe, gab es so einen kleinen Dialog zwischen den beiden. Warte, ich verzähl gleich weiter. Mensch, Jean, sei froh, dass du deine Mom noch hast. Ja, und zwar ist es nämlich so, dass da irgendwie so eine Diskussion oder irgendein Gespräch halt mit Sascha und Jean war, von wegen, dass er in seinem Zimmer irgendwas gemacht hat und dann von seiner Mom erwischt wurde. Ich kann jetzt mir nicht vorstellen, keine Ahnung, was das letzte genau ist, wie sehr das da ins Detail geht bei sowas, aber ja, ich könnte mir vorstellen, worum es geht. Und eben, dass er von seiner Mutter ziemlich bevormundet wird und so ein kleines Nesthäkchen und sowas ist. Ja, darum ging es quasi hauptsächlich. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal raus zum anderen Gebiet, gehen in den Trainingsbereich und schauen, was uns erwartet. Wir können hier mit... Wer ist denn das? Aufklärer, das ist der Trainingslehrer. Möchtest du trainieren? Demnach. Ich trainiere den Hauptwert zu verbessern. 1 gegen 1 gegen Spielfreiheit. Oh, okay. Wow. Dann mache ich mal ein Einzeltraining. 3D-Manöver. Ich sehe jetzt hier. Stärke und Gesundheit geht hoch. Hier geht Flinkheit und Geschicklichkeit. Und hier Konzentration und Führung. Ja gut, dann setze ich 2 ein, weil ich will ja eine 100% Erfolgsquote haben. Ich meine, habe ja 98, daher... Okay, aber die... Oder das ging jetzt nicht direkt hoch, kann das sein? 33, 39 habe ich. Guck ich mal, ob das jetzt hoch ging. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, okay, demnach geht es ganz schön lange. Machen wir mal Gruppentraining und gehen hier wieder da drauf. Wir nehmen mit Mikasa... Ja, komm. Why not? Naja, okay, so toll ist das jetzt irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Ja. Nehmen wir halt Keith mit. 70% Trainingserfolgsquote. Oh, okay, sie sind mal eins hochgegangen. Aber, naja. Bringt jetzt nicht so viel, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ah, quasi je nachdem, wie gut mein Level ist mit den Leuten, ist die Trainingserfolgsquote höher. Jetzt sehe ich es, weil mit Mikasa war es jetzt auf 90, weil wir schon Stufe 3 sind. Ist aber trotzdem nicht nach oben gegangen. Okay. Ja, ich vernachlässige mein Training schon nicht. Ich habe da schon relativ gut, glaube ich, was gemacht. Das heißt im Prinzip, okay, mit wem können wir jetzt hier quatschen? Das ist ein Abteilungsführer. Sheriff sucht nach dir. Okay, dann machen wir das doch. Dann gehen wir quasi mit der Story wieder voran. Hat jetzt auch wirklich lang gedauert. Ich muss sagen, ich habe mich irgendwie echt schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass wenn ich am Zocken bin, noch währenddessen zu reden. Es war deshalb wirklich so ein bisschen langweilig, als ich allein gezockt habe. Gehen wir jetzt am Trainingsgelände. Ja, gerne, Aaron. Machen wir gern. Weil ich einfach so nur für mich war. Ich habe halt Musik gehört währenddessen oder vielleicht irgendwie das ein oder andere Video angeschaut. Aber irgendwie war es doch nicht ganz das gleiche, wie jetzt hier so mit euch das Let's Play zusammen zu erleben. Ja, ich hab's gut überstanden. War doch nichts. Ich hab die Schnauze voll. Ja gut, jetzt eine Schützenjäger, der Angeber, von wegen, das war doch gar nichts anderes, eher so. Ja, okay, dann, sie haben es gut aufgenommen. Genau, Mikasa, wir müssen auch unsere Grenzen kennen. Aber, Eren, wie immer, ich bin kein Kind mehr, hör auf mich. Ja. Hierbei, ich euch ab. Hey, Mikasa, gehst du mit mir zum Wohnheim zurück? Ja, machen wir.
Machen wir das Eren. So, dass wir mit Eren auch mal ein bisschen vorankommen. Eren hat was gestorben wird. Okay, Eren hat die Beherrschung verloren als Mikasa. Ja. So. Hey, ich wollte wieder hier hin. Da muss ich doch hin. So, dann quatsch ich nochmal mit Eren. Okay, dann machen wir das doch mal. Also ich gehe jetzt nicht hier auf die einzelnen Dialoge ein. Weil das doch immer ein bisschen langlebig ist. Machen wir einfach nur hier, dass wir so ein bisschen mit denen quatschen und ich gehe das einfach durch. Ich lasse die halt quasi reden. Die werden mich also töten, falls ich Kontrolle verliere. Ich muss zugeben, das ist ganz schön krass drauf. Glaubst du wirklich, dass du da draußen die Kontrolle verlieren könntest? Das ist nur ein... Ach, Eren, du schaffst es schon. Du wirst die Kontrolle schon nicht verlieren. Okay, jetzt kann man mit ihm nichts mehr machen. Dann klatschen wir jetzt mit Gunther. Was ist denn? Yo, sei doch nicht so... Assi, hallo. いつも4人で具体的なことを話し、俺はやっぱり半として、さらに戦果を上げることが一番だと。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。今後、それでプッツンの人たちが一番だと。 そうかな。そう。戦果、掃除、送り、しかし兵長のことだから。そうだね。贈り物って簡単に言うけど。ただのガキだと思っていたが。待て、俺をなんかに任せ。よし。それじゃ。Gerne. Ja, das ist echt eine gute, was sie ihm Levi schenken wollen. Rangaufstieg mit Gunther. Sehr geil. So, das heißt, wir können wieder ein bisschen was upgraden. Habe ich noch Platz? Ich habe noch 7 frei. Okay, dann können wir hier gestorben wird nicht nehmen. Das ist 3. Dann haben wir noch mit Ding was bekommen. Mit Gunther nochmal Gesundheit plus 3. Aus, sehr nice. So. Dann gehen wir wieder zur alten Zentrale des Aufklärungstrupps. Mit Gunther können wir nochmal quatschen. Vielleicht kommen wir jetzt mehr raus, was Geschenk. Jetzt ist auf Mission bereiten, hör auf dann noch nach. Was ist. Ja klar, ich tue mal, was du mir verlangst, was du von mir verlangst. Achso, oh. Ja, sorry, das war natürlich jetzt etwas fail. Egal, können wir da auch hoch oder so? Wahrscheinlich nicht, nein. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein und quatschen schon mit Levi und Erwin. Ah ne, Hanji. Ah, jetzt. Oh, wir können mit allen drei aber quatschen. So, Auro, hey Grünscheibe, wer nicht. Geil. So, mit ihm auch einen Rangaufstieg. Fertigkeit Räuber erlernt, okay. Mit Levi, mit dem würde ich mich am liebsten komplett. Später, was? Ah, ist das. Okay. Jetzt wird geputzt. Oder? Jetzt wird geputzt. Hat sich Eren eben. So, ja, und da ist er. Schön Corona-konform. Einzeltraining, okay, sehr geil. Ja, warum ich eben? Die Kaserne muss gründlich geputzt werden. Lieber geht, bevor du überhaupt, was meinst du, worum geht es dabei im Einzeltraining? Gute Frage. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weil von Levi können wir auf jeden Fall einiges lernen. Ja, Eren, das kommt mit der Zeit auch. So, mit Levi, oh, wir sind Level 1, Stärke plus 5, habe ich nicht anders erwartet vom Truppenführer. Können wir aber noch nicht ausrüsten, weil plus 5 ist ja, gibt 5 nach oben. Wir haben, glaube ich, noch, wir haben 100 von 102 gehabt. Daher geht das leider nicht. Wir können aber nochmal mit Levi quatschen. Frag mich nicht, was aber er glaubt anscheinend, dass an dir ist, was dran. Tu da draußen bloß nichts Unüberlegtes, hörst du? Nein, bestimmt nicht. Oh, sehr geil. Rangaufstieg Level 2 mit Levi. Sehr cool.
Lieber will ich es mir auf keinen Fall verscherzen. Ich glaube, der hilft uns noch ganz schön. Okay, ich muss mein Geschenk für den Turm führen. Ich frage mich. Fertigkeit, sofortiger Tod. Yay. Petra, was geht mit dir? Das wollen wir nicht. Ich will häufiger an Mission begleiten. Geht, ich habe Wert zum TF. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde... Das verspreche ich. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich hoffe es doch. Nein, an Selbstvertrauen mangelt es mir erstmal nicht. So, jetzt quatschen wir mit Hanji. Ich habe noch ein Assenärmel und das würde ich vom Hocker hauen, okay? Ich bin gerade auf dem Weg zu Erwin und mit ihm darüber zu sprechen. Wenn du Rest hast, kannst du gerne mitkommen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich will nicht passen, hallo? Ich will auch mit Erwin quatschen. Worauf warten wir noch? Gehen wir. Machen wir. So, gucken wir mal, was heute so passiert. Hanji ist eine Abteilungsführerin im Aufklärungstrupp, die nicht nur ausgezeichnet kämpfen kann, sondern hochintelligent ist und für Erwin viele Denkaufgaben übernimmt. Sie ist daran interessiert, Titanen zu fangen und zu erforschen. Oh ja. Ich bin gespannt, ob wir das auch noch sehen. Mobilt Berner, Soldat im Aufklärungstrupp, der zu Hanjis Abteilung gehört. Ist nicht nur Hanjis Assistent, sondern hat auch die Aufgabe, diese gelegentlich im Zaun zu halten. Oh ja. Und da ist jetzt nichts irgendwie so Sexuelles gemeint oder so. Es ist wirklich einfach nur, sie ab und zu mal im Zaun zu halten, weil sie doch sehr ein bisschen... Ja. Anfang Mission auch gelingt. Nein, er hat seine Fähigkeit. Der springende Punkt ist, dass er nicht viele passende Kandidaten für die Mission gibt. Ja, es gibt gar keinen. Ich meine, es gibt nur einen Titanwander, oder? Gucken wir hier mitnehmen. Hast du was dagegen? Ich auf keinen Fall. Also ich komme gern mit, wenn es darum heißt, ein paar Titanen abzuschlachten. Ich mach den Mann, hallo? Auf jeden Fall. Ich möchte auch mehr über die Titanen erfahren, daher. Why not? Ich meine, hallo? Nun ja, wenn das so ist, werde ich kein Problem machen. Ich gestatte es, aber halte dich von der Front fern, ja? Ja, ich glaube, ich kann schon ganz schön gut auf mich aufpassen, also. Ja, mach dir jetzt mal nicht so. Ach was. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Ja, da wird schon nichts passieren. Stellt euch nicht so an. Operation ergreift den Titan, okay? Ich habe ja irgend. Also, Ziel der Mission ist es. Vernichte alle Titanen auf deinem Weg und hilf bei der Errichtung einer Basis. Das führe die Gefangennahme an der vernichte alle Titanen auf deinem Weg und hilf auf ihre bei der Errichtung der Basen. Okay. Dann machen wir das doch mal, dass wir jetzt einfach erstmal ein paar Titanen abschlachten. Also wir helfen hier erstmal unseren Kollegen natürlich, demnach Gunther als erstes. Bäm, und hauen hier einmal das Genick ab. Und hier das gleiche. So, dann gehen wir auch direkt weiter. Erhalte Streitmacht, haben wir bekommen. Der Plan. Ah, doch, der funktioniert schon. Keine Sorge. Eben, ihr seid doch die Elite, oder? Ihr seid auch der Aufklärungsgruppe. So, dann. Oh, nicht direkt gekillt, aber jetzt mit dem zweiten Hit. Und hier gehen wir mal auf die Kniescheiben und probieren ein paar Teile zu bekommen. Weil ich will, also ich glaube jetzt nicht, dass wir das notwendige Teil aus dem Titan rausbekommen, weil ich glaube, es hat so etwas mit Gold oder so zu tun gehabt. Aber ja, ich meine, vielleicht bekommen wir trotzdem mal das ein oder andere neue, um so mal ein paar Sachen neue Sachen leisten zu können. So, sehr geil, eine vollständige Vernichtung ist erreicht. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu den anderen Kollegen. So, erst heilen wir uns aber auf. Und zwar Klinge und
und unsere Schubdüsen. Und dann sind da vorne auch schon unsere nächsten zwei Gegner. Der erste ist down. Und der zweite wird uns auch nicht viel antun können. Ah. Nein, wird er nicht. So, dann haben wir den Kollegen auch gerettet. Oh, da hinten braucht einer von uns SOS. Das komm schon. So, die sind beide auch vernichtet. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Auro. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, wie es auch immer. Ich weiß, ihr seid schon fertig mit dem Truppenbau, mit dem Bau der Basis. Habe ich das richtig gelesen? Dann schauen wir auf jeden Fall, dass wir uns hier ein bisschen beeilen und dass wir lieber nicht so lange warten lassen, hätte ich gesagt. Bam, der ist auch down. Dann haben wir hier den letzten Kollegen geholfen. Dann gehen wir jetzt erst aber darüber, hätte ich gesagt, bevor wir jetzt hier alle Titanen vernichten, dass wir auch schön alle Missionen schaffen und unsere Kollegen geholfen haben. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Bergbaubasis, um ein paar Teile zu bekommen. Stoße zur Ruhe, das haben wir ja schon geschafft. Und jetzt helfen wir hinten noch Petra. So, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, einen Hinterhalt. Oh, und wir haben verkackt. Aber dafür haben wir den ersten Titan ausgeschalten. Okay, da oben kommen ein paar mehr, wie es scheint. Auf uns zu noch. War hier nicht noch einer? Nö, scheint nicht so. Okay. Dann tun wir noch die Titanen hier hinten ausschalten. Ne, nicht die ausschalten. Die da vorne noch. Die ich da extra übergelassen habe. Und zwar hier hinten die zwei. Weil ich dachte, das ist der letzte Teil der Mission. Mit dem nachher wohl nicht. So, dann haben wir den ersten. Und den zweiten haben wir auch down. So, dann testen wir nochmal unser neues Pferd aus. Das müssten wir jetzt hier mit Kreis herrufen können. Das sollte ja um einiges schneller sein als letzte und sollte auch definitiv länger aushalten. Oh, okay, die Ausdauer ist wirklich um einiges höher. Ob es jetzt wirklich schneller ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber auf jeden Fall ist die Ausdauer wesentlich größer. Wesentlich größer. Was natürlich sehr geil ist. Weil gerade bei so manchen Missionen ist man doch ziemlich viel auf dem Feld unterwegs, wo man sich halt nirgends langschwingen kann. Und dann ist so ein Pferd gar nicht so verkehrt eigentlich. Auch wenn ich am Anfang dachte, für was brauche ich denn ein Pferd? Ich meine, wir haben erst 3D-Manöver, aber ja klar, natürlich gibt es halt auch offene Felder, wo wir kein 3D-Manöver einsetzen können. So. Hier setzen wir Levi ein, der wird das Ganze für uns schon erledigen. Der Titan müsste down sein. Beziehungsweise ich kann ihn jetzt erledigen. Mit dem letzten Schlag. Und wir machen mittlerweile auch schon. Das Bändigungswaffe werden benutzt, um Titanen zu fangen. Oh, okay. Und wie setze ich diese ein? Kleine Titanen kannst du fangen, indem du sie als Ziel erfasst und eine Bändigungswaffe benutzt. Bei mittleren und Großtitanen musst du erst beide Beine außer Gefecht setzen. Ist dein Titan besonders stark, kann es sein, dass du neben den Beinen noch beide Arme ausschalten musst. Manche Titanen können nicht gefangen werden. Sei vorsichtig, wenn du dich ihnen näherst. Oh, ist das da ein Foreshadowing, was wir auf dem Bildschirm sehen? Also ich weiß natürlich, was es ist, aber ich sag jetzt mal nichts dazu. Aber der Titan hat einfach mal ein bisschen anders ausgesehen, würde ich behaupten. So, und wie können wir das jetzt irgendwie auf... Ah, okay, L2 können wir wechseln. Dann... Okay, hier sind ganz schön. Trennen wir hier mal beide Beine ab. Und können wir den jetzt fangen, oder wie? Haben wir den jetzt gefangen? Yay, Fang gelungen. Okay, cool. Wie viel müssen wir fangen? Yeah.
Bam, haben wir jetzt 2 gefangen, okay. 3 gefangen, demnach. Wie viel musst du denn fangen? Vier gefangen? Was heißt, wenn es nicht gleich klappt? Das hat doch direkt geklappt. Da, hier, wieder geklappt, oder? Bam. Und bei dem großen müssen wir die Beine ausschalten. So, dann hauen wir hier das erste Bein ab. Wir hauen das zweite Bein ab und dann würde ich sagen, machen wir den hier. Oder? Und das müsste es doch reichen. Fang gelungen. Sehr geil. Dann haben wir hinten noch einen. Da gehen wir jetzt einfach Beine ab. Und ich würde sagen, wir machen wieder den hier. Und haben den dann auch gefangen, oder? Sehr geil, haben wir geschafft. Und jetzt verwende die Bangs, um meinen mittleren Abnormen zu fangen. Okay. Dann machen wir das doch. Ich denke, es wird der da hinten sein. Ja, das wird definitiv er sein, denke ich, weil er so markiert ist. So, dann flash mal bitte alle für mich. Ich muss mich mal kurz nachladen. So, Marvel hat die Bandwaffe nachgeladen. War das jetzt ein mittlerer Abnormer? Mission erfolgreich. Ah, der ist ja auch schon. Machen wir das hier auch, boom, und fangen uns den auch, oder hätte ich gesagt? Okay, Titanfang ist irgendwie schon cool, hat was. Ich würde sagen, jetzt killen wir mal wieder ein paar. So, wir wollen ja nicht vernichte die Großabnormen einen sicheren Schluchtweg. Okay, aber dann sind ja noch einige außen rum, die will ich auch erst noch töten. Natürlich. Und bam, wir fangen jetzt einfach jeden Titan. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es was bringt. Die Großabnormen, die verfolgen uns eh, also daher gerade egal. Dann machen wir diesen hier. Bam. Legen wir uns mal da rüber. Okay, jetzt haben wir keine Netze mehr. Dann setzen wir auch keine Netze mehr ein, sondern killen die Titanen einfach auf die gute alte Weise, wie wir es davor auch immer gemacht haben. Ich glaube, wir sollten jetzt einige Titanen haben. Ich meine, in der Serie hatten sie, glaube ich, 2. Wir haben jetzt vielleicht 10 oder so. Also, das sollte denen, denke ich, erstmal reichen. So, dann wechseln wir wieder zurück, dass wir wieder unsere Klingen bekommen und unsere Gas. Und dann haben wir hier noch 2... Ja, ich glaube, das oben sind jeweils... Jeweils zwei, das heißt, wir haben jetzt 2 um die Burg herum. Einen sehr großen hier drüben. Den wir jetzt einfach mal trotzdem beide Beine abtrennen, einfach weil wir es können.
auch noch den Arm, um die Teile zu bekommen. Und gehen dann auf sein Genick. So, das ist doch schon durch. Wunderbar. Und da drüben haben wir nochmal einen relativ großen. So, dann trennen wir auch nur das da oben durch, um das Teil zu bekommen. Und geht dann auch schon auf den Nacken. Bevor wir dann hier drüben die großen Abnormen ausschalten. So, und zwar hier müssen wir erst auf den grünen Bereich der Titanen. Und wenn wir den kaputt haben, hauen wir einfach direkt mit Levi oben drauf. So, und dann sollte der Titan auch schon down sein. Gehe ich ganz stark davon aus, weil ihr seht 30.000, 42.000 Schaden. Das ist ja unnormal viel. Ja, also der Titan ist auf jeden Fall down. Und den nächsten Knöpfen ist auch gleich vor. Da setzen wir einfach alle ein. So, hier hauen wir Spine ab. Und erneut aufs Genick. Dann hat der sich auch ausgetobt. Und jetzt füllen wir nochmal kurz Klingen und Schubdüsen nach. Dann sehe ich, es sind dann nochmal neue Titanen gespawnt. Und zwar haben wir da weiter geradeaus einen Abnormen. Und hinter uns, die schnappen wir uns natürlich auch noch, dass wir auch schön jeden einzelnen Titan ausgelöscht haben. Zack. Bauen hier jetzt einfach nochmal kurz eine Base. Dass wir noch ein paar Materialien bekommen. Schadet ja auch nicht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal zu dem einen Abnormen da drüben. Und dann gehen wir noch zu dem großen Abnormen, also zu den drei, die dann da sind. Zuerst knöpfen wir uns aber den hier drüben vor. So. Knöpfen uns beide Beine vor. Knöpfen uns die Arme vor. Und zu guter Letzt das schöne Genick des guten Herren Titan. So. Dann noch hier nochmal eine Bergbaubasis. Kriegen wir vielleicht das ein oder andere gute Teil. Hoffentlich funktioniert das überhaupt so. Ich habe keine Ahnung. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier auf die Titanen los. Wir holen erst die beiden aus dem Spiel. Bevor wir auf den ganz großen Boy gehen. So, dann visieren wir das Genick an. Bam, und jetzt knöpfen wir uns noch den großen Abnormen vor. Der, wie es scheint, nicht stehen kann, oder? Bam. Na gut, es hat jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht, aber immerhin. So, wir hauen erst. So, wir hauen die Kollegen raus, dann füllen wir uns selber mal wieder nach, weil ich sehe gerade, sonst machen wir natürlich gar keinen Schaden, wenn die Klingen nicht scharf genug sind. So, dann trennen wir dem Dude hier mal den Arm ab. Oder auch nicht, aber fast. So. Komm schon, ich will seinen Nacken anvisieren eigentlich. Ah, da jetzt. Okay, jetzt war mal ein bisschen spät, was den Nacken angeht. Deshalb gehen wir jetzt nochmal auf den Arm. Damit wir auch wirklich die grüne Schwachstelle angreifen. Und jetzt können wir mit Levi schön auf den Nacken gehen. Und dann gibt es auf jeden Fall den finalen Cut. 32.000, 41.000 Schaden. Wir zu guter Letzt noch mit. Ich habe das nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch ziemlich viel. Und somit wurden alle großen Abnormen ausgeschalten. Und ich glaube, wir treten den Rückzug an, oder? Weil Titanen gefangen haben, sollten wir auf jeden Fall massig. Genau, wunderbar. Dann haben wir quasi die Mission auch geschafft. Dann haben wirklich den einen oder anderen gefangen. Ja, wir sollten echt ihre Nacken sezieren. Das wird schon Sinn machen. Ich meine, bei Eren. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja,
Ilse Lange, okay. Oh, okay, was ein sprechender Titan? Namen, ja. Hanji gibt den beiden wirklich Namen. Also in der Serie gibt sie den beiden Namen. Cool, wir gehen Level 56, kriegen alles mit Triple S. Kriegen hier Hardcore, das Stahl, aber leider kein neues Teil. Aber wir kriegen auf jeden Fall einiges. Hier für den Bergbau haben wir das ein oder andere bekommen. Unsere Freundschaften wurden auch besser mit den Jungs. Oh, okay, es gibt hier echt so ein Logbuch, wen wir alles gefangen haben. Wenn du einen Titan auf dem Schlachtfeld einfängst, kannst du dies nach dem Kampf auf einer Liste einsehen. Übergib deinen Fang dem Titanforschlabor, um die Belohnung zu verdienen. Boah, die habe ich alle gefangen. Echt jetzt? Ganz schön viele. Petra, Els... Okay. Was? Oh, fuck. Bombenbasen sind Basen, die bei Angriffen von Titan explodieren und massiven Schaden anrichten. Je höher die Stufe der Basis, desto mächtiger die Explosion, okay? Allerdings sind die Basen nach dem Einsatz zerstört, also vergiss nicht, dass du sie nur einmal benutzen kannst. 18. Bändigungswaffe, okay. Hört sich auf jeden Fall cool an, das Ganze. Und ja, ich würde sagen, der Part zieht sich in die Länge und deshalb würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir den Titanen mal gezeigt haben, wer hier der Boss ist, indem wir sie gefangen haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Poke. Ciao.